Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Liebe Clarané, ich grüße dich. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt, natürlich nach indischer Astrologie. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts, das bleibt. Das ist auch einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Und das heißt, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich, aber wobei bei Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, löst etwas aus im Horoskop, aktiviert die Horoskop und das schauen wir genau an. 1. Mai, Sonne befindet sich im Widder. Sonne zeigt immer die Monatsthema, das sollen wir anschauen und zeigt auch Lebensenergie und das ist Widder. Widder symbolisiert natürlich auch Neuanfang. Auch Mut und Kraft zu zeigen, dich zu behaupten, aktiviert die dritte Lebensbereich, wo darum geht, Kontakte zu deinen Verwandten, Nachbarn, Bekannten, kleinere Veränderungen, Schulungen, Bildung, Informationen, ein Austausch von Informationen und Medien, auch Internet. Uranus ist auch immer wieder. Und Uranus zeigt hier, hier kommen die Veränderungen. Uranus bleibt natürlich länger, also hier hast du die Veränderungen. Das heißt, ändert sich etwas in Verbindung zu deinen Verwandten oder ändert sich was in deiner vertrauten Umgebung. Dieser dritte Lebensbereich bedeutet auch dich durchsetzen, Konkurrenten gegenüber. Wie kannst du dich behaupten? Und jetzt kommt natürlich die Widder auch dazu, Kraft und Mut zu zeigen und das, was du gerade auch lernst. Das trifft mich auch, weil ich habe auch Wassermann Aszendent. So, Mars befindet sich im Stier. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Hat natürlich mit Bewegung auch was zu tun, wie Autos, Sport, Bewegung, aber auch die Kraft, dich zu behaupten oder dich zu wehren, das ist alles Mars-Energie. Mars ist männlich, also bedeutet auch der Mann, das, auch der das kann auch der Partner sein, aber bei dieser Bewegung kann auch eine andere männliche Person bedeuten, ein guter Freund oder ein netter Nachbar. Mars ist im Stier und das hat jetzt hier mit der Wohnsituation etwas zu tun, weil Mars befindet sich im vierten Lebensbereich und hier hast karmischen Themen, weil hier hast die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf im Geburtshoroskop. Hier hast du die Mars-Energie und das bedeutet entweder die Kraft einsetzen und ändert sich dadurch etwas in Wohnsituation. Natürlich die Stier-Energie
sagt auch etwas aus. Stier hat mit Besitz etwas zu tun und mit Finanzen etwas zu tun, da dich zu behaupten. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter vermehrt etwas. Jupiter bringt auch Glück und Optimismus. Hat auch mit Gerechtigkeit oder mit einer rechtlichen Lage auch etwas zu tun. Jupiter ist in Skorpion, ist gerade rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst noch etwas oder sollten wir noch abwarten oder etwas noch überprüfen. Hier im 10. Lebensbereich handelt es sich um die Öffentlichkeit, hier handelt es sich um Berufung, hier handelt es sich um Ansehen, Anerkennung, Respekt und Zielerreichung. Das wird mit Jupiter gerade aktiviert. Hier hast du auch karmische Themen, weil im Geburtshoroskop hast du hier die absteigende Mondknoten und das ist Ketu, der Drachenkörper. Also hier sind die karmischen Themen, die Wurzel, die Fundament, die Basis, dein Zuhause und dann die Berufung. Saturn und Pluto ist im Schütze. Beide sind rückläufig. Saturn bringt etwas in Form. Saturn belehrt auch. Pluto zeigt die Kraft, die inneren Kraft, und Pluto hat ein Motto, alles oder nichts, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Beide sind rückläufig, beide haben mit Vergangenheit was zu tun, das kann auch karmische Themen sein, oder es ist noch etwas gebremst, weil man sollte noch abwarten oder etwas überprüfen. All das ist im Schütze. Mit Schütze-Energie kann bedeuten Ausland, Auslandskontakte. Und die 11. Lebensbereich sind Themen wie deine Wünsche, deine Hoffnungen. Das ernst zu nehmen, da konzentrieren, daran glauben. Und im 11. Lebensbereich sind auch Freundschaften, das überprüfen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen, welche Freundschaften sollst du pflegen, befestigen und von wem sollst du verabschieden. Außerdem hier im 11. Lebensbereich sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Neptun lässt unserem Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und das ist im Wassermann und hat mit deinem Aussehen was zu tun, Selbstverwirklichung was zu tun, hat mit deinem Selbstbild, mit deinem Auftreten was zu tun. Hier ändert sich die Persönlichkeit und mit Neptun-Energie entfaltet sich das traumhaft schön gerade. Venus ist die Liebesplanet, hat mit Thema Liebe was zu tun. Und alles, was schön ist, ist Venus-Energie, Schönheit, Kunst, Kreativität, Harmonie und Frieden. Bedeutet aber gerade bei dieser Bewegung, wenn da Einflüsse kommen und aktivieren die Horoskop auch anderen Frauen. Venus ist in Fischen. Natürlich kommt die Fischenenergie dazu und Venus fühlt sich sehr wohl in Fischen. Hier kommt die Kreativität im Vorschein. Aber die zweite Lebensbereich spielt auch eine Rolle und das heißt Besitz, wertvolle Dinge in Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern und das durch die Fischeneinfluss und über Gefühlen. Aber auch wahrnehmen, dass hier eigentlich zwei Fischen sind. Die eine Richtung zeigt Gefühle wie Angst, Zweifel. Die andere Richtung zeigt die Quelle, die Träume zum Leben.
Und hier handelt sich auch um Geld, im Geld zu schwimmen. Das schwimmt auf dich zu, vorausgesetzt ist, du kannst das vorstellen und glaubst daran. Und Venus bedeutet auch kleines Glück. Jupiter ist das große Glück, Venus ist die kleine Glück. Glück in Finanzen. Natürlich löst auch so etwas aus, Geld ausgeben für schöne Dinge gerade. Merkur ist auch hier. Und das bedeutet, durch Handlungen wird Geld kommen oder bedeutet auch, dass du ein Buch kaufst oder besuchst eine Schulung oder Seminar und das kostet Geld. Im zweiten Lebensbereich ist nicht nur die Geldeinnahme, sondern auch die Ausnahme. Mond ist auch hier um 1. Mai, also aktiviert auch die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, auf das Unbewusste. Mond hat auch einen Einfluss auf unsere Träume, aber Neptun auch. Mond hat was Mütterliches in sich und auch Mutterthemen kann auch aktivieren oder Schwangerschaft oder Mutter-Kind-Beziehungen natürlich. Aber durch Mondeinfluss kommen auch kleinere Veränderungen in unserem Alltag und das schauen wir bei diesem Monatshoroskop genau an. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung und das heißt aktiviert Gefühle und Thema Liebe, Partnerschaft, aber bei 2. Lebensbereich handelt es sich auch um Werten und Wertschätzung. 3. Mai ist Mond mit Merkur in Verbindung und das heißt, die wirken zusammen, sie können gar nicht getrennt und hier handelt es sich um Gespräche oder Verträge. Immerhin hat auch mit Geld auch was zu tun. 4. Mai ist Neumond. Exakt um 23:46 im Widder, das heißt Mond übergeht im Widder und steht Sonne-Mond in Verbindung Neumond. Bei Neumond sollen wir zurückhaltend sein, nachdenklich sein, meditieren über etwas, die Licht in unserem Inneren suchen, aber auch finden, welche Themen handelt sich, die Kontakt zu Verwandten oder Veränderungen in vertrauter Umgebung oder kleinere Veränderungen, eine kleine Reise ist auch möglich und auch Medien, Informationen, Austausch von Informationen, Lernen, Schulungen oder was lernen wir draus? Da nachdenklich zu sein. 5. Mai ist Merkur im Widder. Merkur verlässt die Fische und übergeht im Widder, aktiviert hier Themen. Und bei Merkur-Energie ist entweder Informationen, Handlungen, Gesprächen, Verträgen. Und mit wem sind diese Gespräche? Entweder Verwandten, Bekannten oder über Medien. Auch Schulungen, Bildung kann Merkur hier auch aktivieren. 6. Mai ist Mond im Stier, also aktiviert dann Thema Wohnsituation. Bedeutet auch hier im tiefsten Punkt das Horoskop, wo die Basis und Fundament ist und auch zu unserem Zuhause, das für unserem Gefühl ist gut, zu Hause bleiben oder zu Hause etwas verändern oder die Ruhe bewahren, unseren eigenen vier Wände genießen. Natürlich möglich ist auch, dass hier ändert sich etwas. 7. Mai ist Mars in Zwillingen. Aktiviert diese Mars-Energie die 5. Lebensbereich, wo um unsere Kinder geht. Oder unserem eigenen Kindheit oder inneren Kind, aber auch die schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie
etwas in Gestalt bringen, Mars aktiviert das, oder die Lebensfreude. Immerhin ist Mars ist der Mann und hier im fünften Lebensbereich zeigt sich auch die Lebensfreude, das Genießen. 8. Mai steht Mond und Mars in Verbindung, das heißt Mond übergeht in die Zwillinge und Mars, Mond wirken zusammen. Und das heißt, entweder fühlt man die Gefühle sehr intensiv und kommt auch dieser Mars-Impuls dazu, oder mit dem Partner ist das sehr gefühlsvoll. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung. Merkur-Uranus-Verbindung hier im dritten Lebensbereich, plötzliche Veränderung, unerwartete Ereignis, Gespräche, Verträge, Nachrichten können hier kommen. 10. Mai ist Mond im Krebs. Aktiviert Thema Arbeit, Gesundheit. Und hier Mond fühlt sich sehr kraftvoll im Krebs, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. 11. Mai, Venus ist im Widder. Venus verlässt den zweiten Lebensbereich, übergeht im dritten Lebensbereich. Und Venus kann auch Glück bringen, auch Kontakte mit einer weiblichen Person, vom Verwandten oder durch Internet, Medien, zeigt auch Kreativität oder Glückharmonie. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist immer Spannung, Unruhe, Spannung, Nervosität. Und das im Krebs, und das betrifft die Alltag, betrifft die Arbeit oder Gesundheit. Und das passiert exakt um 2.12 Uhr. Es fehlt die Erde-Element. Es fehlt die Sicherheit, Stabilität. Man hat in diesem Tag das Gefühl, man verliert den festen Boden unter den Füßen. 13. Mai, Mond übergeht im Löwe. Wir haben eine zunehmende Mondphase. Also etwas vermehrt sich, etwas nimmt zu in die Löwe. Hier hast du auch viel Energie im Geburtshoroskop. Also für dich ist das ein sehr wichtiger Lebensbereich, ein sehr wichtiger Thema. Liebe, Partnerschaft, Mond aktiviert das alles. 15. Mai, Mond ist im Jungfrau. Jungfrau wirkt auch etwas bereinigen, etwas in Ordnung bringen. 8. Lebensbereich, entweder eine erbschaftliche Situation oder Ämter, besonders wenn es um Geld geht. Im 8. Lebensbereich zeigt sich auch, wie wichtig das ist, auf die Wesentlichen konzentrieren und alles loslassen, was diese Kraft stört. Auch von Gefühlen verabschieden, wie Angst, das sind die Erneuerungsprozesse hier und wird von Mond aktiviert. Und Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle. 16. Mai, Sonne übergeht im Stier. Und der wichtigste Lebensbereich ist die Basis, die Fundament oder etwas gründen, aber auch unserem eigenen Heim, unserem Zuhause. 17. Mai ist Mond im Waage, aktiviert Themen wie Reisen, Bildung, Spiritualität. Hier hast Mars im Geburtshoroskop und das ist ein Hinweis, dass du deinen Partner im Ausland kennenlernst oder er kommt von Ausland oder in Bildung oder im spirituellen Weg. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond bedeutet, dass wir voll und ganz beleuchtet, das sollen wir hinschauen, weil das ist ein sehr wichtiges Thema. Dieser Vollmond ist exakt um 22.11 Uhr. Und das ist hier im Waage-Themen sind natürlich die Waage-Themen wie Partnerschaft oder Gerechtigkeit, Ausgleich,
Harmonie, Kreativität. Dann kommen dazu die neunten Lebensbereich-Themen wie Reisen, Bildung, Spiritualität. Im selben Tag steht Venus-Uranus in eine Verbindung. Venus-Uranus, sie wirken dann zusammen, kommen Überraschungen, unerwartete Ereignisse, Veränderungen. Und mit Venus-Energie entweder in die Liebe oder durch einen Frau-Kontakt. Immerhin ist hier Bildung, Kontakte, Internet, Medien gehört auch dazu. 19. Mai ist Merkur im Stier. Gespräche über Wohnsituation oder Verträgen kann auch bedeuten, Rückzug, zu Hause bleiben, was lernen oder etwas gründen, und da handelt es sich um Gespräche, Verträgen. Mond ist in Skorpion. Es ist eine abnehmende Mondphase, aktiviert Themenbereichen wie Zielerreichung, Ansehen, Anerkennung, Respekt bekommen oder Berufung. Und das natürlich im Skorpion-Energie, das ist die Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Hier ist die Kundalini, hier wird gezeigt, die Kundalini-Energie, wie mit unseren Gefühlen umgehen sollen. Skorpion gehört zum Wasserelement und das hat mit Gefühlen was zu tun, dass wir verabschieden von Angst, Zweifel, Unsicherheit und übergehen auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Mit Liebe etwas gestalten, und das ist die ganze Wandlung, wo hier die Skorpion zeigt, und man lebt auch die Berufung. Das ist dann wie Magie, das wirkt auch magisch und das ist sehr kraftvoll. Skorpion ist sehr kraftvoll. Am 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung, das heißt, Jupiter vergrößert, das bringt auch Glück, Anerkennung. 21. Mai ist Mond im Schütze. Natürlich kommen die Schützenthemen wie Sport, Bewegung, Reisen, Begeisterung, Neuorientierung. Und dann kommen noch Themen dazu wie die 11. Lebensbereich, die Wünsche verwirklichen, das Leben, die Hoffnung nicht aufgeben. Oder Kontakt zu Freunden, Bekannten oder in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen, dass diese Thematik wird hier aktiviert. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung, das heißt, das in Form zu bringen, Ordnung bringen, aber auch lernen. Das mit Saturn Einfluss haben wir karmischen Themen, auch Lernaufgabe dabei. 23. steht Mond mit Pluto in Verbindung, und das heißt, überzeugt zu sein, dass alles klappt, im inneren Kraft zu bleiben, auf dem Wesentlichen konzentrieren. 24. ist Merkur im Diamant. Hier wirkt in Wohnsituation oder wenn du etwas gründen möchtest, das heißt, hier kommt alles im Glanz, wird das beleuchtet, die Wahrheit kommt ins Licht, beschleunigt das alles. Natürlich wirkt auch die Stierenergie, und das hat mit Besitz was zu tun und mit Geld was zu tun, und im 4. Lebensbereich um die Wohnsituation. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock. Das sind Geheimnisse, Rückzüge, und Mond hat einen Einfluss auf Gefühle, und das ist wichtig, die Ruhe bewahren, zurückhaltend zu sein. 26. ist Halbmond im Wassermann. Das ist Spannung, Unsicherheit, entweder einen unsicheren Auftreten oder Nervosität, kann auch bedeuten, dass jemand nervt dich in diesem Tag. Die exakte Zeitpunkt für diese
Halbmond ist 17.34 Uhr Minuten. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. 27. steht Mond mit Neptun in Verbindung und das aktiviert Träume. Das kann auslösen, dass wir einen Traum haben. Ich auch, weil ich habe auch Wassermann-Aszendent, dass wir einen Traum haben und wir sollen dieser Traum auch vertrauen. Das sind immer Botschaften, nicht jede einzelne Traum, aber gibt es Träume, wo wichtige Botschaften erhalten. Das ist die Sprache der Seele oder unserem Träume verwirklichen und zeigt natürlich auch Kreativität. 29. Mai ist Mond im Fischen aktiviert, Themen, Finanzen und Werte. Und 31. Mai ist Mond dann im Widder und das sind Themen, die Verbindung zum Verwandten, Bekannten, Nachbarn, die vertraute Umgebung, kleinere Veränderungen, eine kleine Reise, Schulungen, Bildung, Informationen, Austausch, Internet, Medien, all das ist hier in diesem Lebensbereich. Liebe Clarané, so könnte ich dein Monat beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.